Willkommen beim Holi Festival. Mein Name ist Dennis. Ich bin der Veranstalter seit 2013. Herzlich willkommen. Wir organisieren das Holi Festival zum 6. Mal im Amphitheater Hindwang. Also ich habe die ersten Bilder in Indien live im Fernsehen verfolgt und habe dann auch gesehen, dass es in Europa 2013 die ersten Veranstaltungen gab. Und da hatte ich mich entschieden, das Festival Holi auch in der Schweiz zum ersten Mal zu organisieren. Und somit kam auch dazu, dass ich dann meine Firma Indela Media gründete. Und das erste Festival hatten wir sofort auch einen großen Erfolg. 8000 Besucher kamen an dem Tag. Und seitdem ist es jetzt jährlich. Und wir sind sehr, sehr stolz und sehr froh, dass wir solch ein Festival auf die Beine stellen konnten. Das Fest wird in Indien als so ein Frühlingsfest gefeiert. Da wird das Frühling begrüßt und da gibt es an dem Tag auch keine, wer reich ist oder wer arm ist. An dem Tag sind alle gleich. Und die Menschen werfen dann mit den Farben und beschmeißen sich gegenseitig, damit dann auch kein Unterschied zu sehen ist, wer jetzt reich ist und wer jetzt arm ist. Ja, wir versuchen auch diese Happiness, diese Glücklichsein auch hier in der Schweiz zu den Menschen zu übermitteln und versuchen die dann auch mit unserem Fest oder Festivalkonzept dann auch ein Stück näher an Indien heranbringen. Hier am Fest. Es war blutig, schönes Wetter. Ich meine, besser hat es nicht genommen. Ja, ich bin der Pascal und es ist geile Stimmung. Ich bin der Tobi und es ist geile Stimmung, ja, geile Leute. Gutes Sommergefühl, ja. Mehr Farbe. Brutal, ist mehr cool. Also wird immer besser. Die Schwierigkeiten der Organisation sind meistens alles im Gedächtnis zu haben. Also sprich, man muss an alles denken, wissen, wo, wohin, wann alles geliefert wird, an alles denken, damit keine Schwierigkeiten am Eventtag passieren. Zudem gehören auch gute Partner, die wir auch haben, zuverlässige Partner und wir arbeiten mit den besten Eventfirmen der Schweiz und somit merkt man auch die Qualität von dem Festival. Ja, also das ist der Moment, wo du denkst, ja, das hat sich alles ausgezahlt. Also diese ganzen Monate Organisationsarbeit, da merkt man schon, wenn man jetzt vor der Bühne steht und die glücklichen Gesichter sieht, wie die mit den Künstlern abfeiern, wie sie mit der Farbe schmeißen. In dem Moment merkt man, dass es sich alles gelohnt hat und dass es sich auch weiterhin lohnt, das ganze Festival weiterhin zu machen. Und das ist wahrscheinlich diese Kraft, die mich dann auch antreibt.